So, da sind wir wieder. Schöne Übergangssequenz. Wulfburg-Albtraum, Achievement freigeschaltet. Schön, dass der einfach überall einfach mal eine Runde pennen kann. Also wirklich überall kann der pennen. Und wird in der Zeit natürlich nicht entdeckt. So, wir versuchen mal hier ganz kurz das Passwort. Agent 2. Hey. Die Lilien singen im Mondschein. Öffnen Sie das Tor an der Seite des Hauses. Da liegt ein Schlüssel unter einem großen Stein. Kommen Sie durchs Kellerfenster. Das mache ich natürlich gerne. Seitenstein. Da ist der Stein. Ich wollte gerade schon wieder zurücklaufen und gucken, wo wir was übersehen haben, aber es war genau hier. Ich persönlich würde es an deiner Stelle ja wieder schließen, Genosse General. Lieber Herr Blaskowitsch. Warum schließt ihr das Ding nicht? Dann kommen die Nazis doch nicht rein. Ach, naja, ich sag nichts. So, jetzt nochmal probieren. Und hoch damit. Das war easy. Allerdings. So. Meine Güte. Wo ist dein Hemd, mein Hübscher? Pippa, du bist Agent 2? Ab sofort Schwester Inga. Ruh dich erstmal aus. Es gibt Tee und Gebäck. Ah, danke. Ich bin echt weit gelaufen. Oh, Kringel, geil. Und Waffen. Hier haben sie dich also geschickt. Ja, vor 6 Monaten. Ich hab dich zuletzt auf der Feier in London gesehen. Oh, da ging's heiß her. Wesley hat mir damals Bier in den Ausschnitt gekippt. Tollpatsch. Ich hab versucht, ihn zu retten, Pippa. Ich weiß, mein Lieber. Tut mir leid, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Hör zu, ich weiß, was du suchst, Blasco. Der Kerl in meinem Bett da hinten ist einer von Helgas Leuten. Bevor er einschlief, habe ich ihn zum Reden gebracht. Die Akte, die du suchst, ist in Helgas Zimmer im Gasthaus von Wulfburg. Sie scheint eine Schwäche für Wein zu haben. Verkleide dich als Ober, dann kommst du vielleicht an sie ran. Aber um Himmels Willen, zieh dir vorher was an. Was? Da ist ein Hemd in der Truhe da drüben. Oh, für die Damen, ganz kurz, für die Damen. BJ mit nacktem Oberkörper. Was ist das hier? Ach, Pippa. Ich dachte gerade Pepper. Dorftrunkenbold. Toll. Ist auch für die Damen. So, hier, BJ mit nacktem Oberkörper. Können wir da vielleicht, kann man nicht aufrufen. Ich dachte gerade, man kann ihn aufrufen vielleicht, aber naja. So, und wir können uns endlich was anziehen nach der Flucht. Gold klauen wir ja auch, ist ja sammelbar, für sie nicht. Und wir haben noch einen Brief entdeckt gerade. Zeitungsjunge, Errungenschaft freigeschaltet, Zeitungsjunge an Pippa Shepherd von Sex aus der Sexwell Road 54 aus London. So, hallo? Das Scrollen hier ist furchtbar. Liebe Pippa, bitte entschuldige mein unglückliches Missgeschick mit dem Bier. Es tut mir aufrichtig leid. Das war wirklich kein gutes Benehmen. Um es wenigstens ein kleines bisschen wieder gut zu machen, könnte ich eine Woche lang deine Wäsche waschen. Oder ich könnte dich zum Abendessen einladen. Oder sogar beides. Wenn der Krieg endlich vorüber ist, dann vielleicht. Mit den besten Grüßen, Wesley. So, Geheimdokumente. Wir lesen ihre Privat... Ich hab nichts dagegen, dich oben ohne zu sehen, BJ. Aber so fällst du zu sehr auf. Das könnte der Grund sein. Okay, was liest die gute Dame? Ich kann es gar nicht wissen. Die freien Vögel. Ah ja. Da haben wir noch Verwirrung im Kopf und Briefe aus den Schützengräben. Das Buch gibt es ja, glaube ich, wirklich. Notiz von Pippa, 11. März. Ich habe mir gestern Abend die Ausgrabungsstätte hinter der alten Kirchenruine, die Leute hier nennen sie Entweihte Kirche, mal etwas näher angesehen. Dabei sind mir 2 Wachen auf Patrouille über den Weg gelaufen. Ich tat beschwipst, als mir einer von ihnen näher kam. Volltreffer. Sie haben mich gehen lassen. Ich konnte die Augen des Kommandanten auf meinem ganzen Körper spüren. Er sagte, er stünde mit Helga in engem Kontakt. Ich werde ihn wiedersehen. Und dann nehme ich ihn mit nach Hause und bringe ihn zum Reden, das kleine Regimeschwein. Die Ausgrabung ist größer geworden. Das Regime behandelt die Toten nicht gerade mit Respekt. Sie stoßen Grabsteine um und buddeln Särge aus. Sie benutzen den Laderoboter, um damit einen neuen Tunnel im Norden des Friedhofs zu graben. Wonach suchen sie nur? Was ist ihnen so verdammt wichtig? Haben die Bewohner hier Angst, gegen diesen offenen Akt der Blasphemie ihre Stimme zu erheben? Oder sind sie einfach zu fügsam? Ich weiß es nicht. Hm.
Ich weiß deinen gut gebauten Körper zu schätzen, BJ, aber bei diesem Einsatz musst du angezogen sein. Ja, ich wollte doch gerade nochmal gucken, wen du hier im Bett hast und wieso ist er noch angezogen oder ist er tot? Ich weiß es nicht. Bei dir weiß man das wirklich nie, Pippa. Es ist, naja, gut. Und lass deine Waffen hier. Im Gasthaus tragen sie keine Waffen. Ich bewahre sie für dich auf. Verfluchtes Regime. Und die Leute folgen diesen Kerlen wie hirnlose Ghule. Vielleicht verdienen sie es auch nicht anders. Ach, schön. Geht es denn? Kriegst du hin? Die Scharniere sind verrostet. Ja, natürlich die Scharniere. Komm, fass mal mit an, Blasco. Ja, warte. Map noch klauen und jetzt geht's los. Pass auf, Schnucki, ich zeig dir mal, wie starken... Im Tunnel musst du 9,40 Meter zum Brunnen im Hinterhof des Gasthauses schwimmen. Okay. Komm wieder, sobald du Helgas Akte hast. Und ertrink mir nicht, alter Säufer. Das kriegen wir schon hin. Da soll ich jetzt runter? Ist keine Leiter? Guck mal, wie das weiß aufblinkt, wenn ich da schnell hingucke. Okay, pass auf. Hoffe, die Scharniere funktionieren noch, wenn ich zurück bin. Wahrscheinlich nicht. Okay, wo müssen wir denn jetzt lang? Das Messer haben wir natürlich dabei. Das kann man auch im Gasthaus tragen. So, ich schwimme mal ein bisschen hier. Da sieht man mal ein bisschen was von der Welt. Und hier kommen wir jetzt eh wieder raus. Alles gut. Da schickt die uns hier runter, ohne Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen sollen. Die hat uns einfach in die Kanalisation geschickt und da geht's einfach gar nicht hoch. Die wollte uns umbringen. Hätten wir das Rohr nicht dabei, ganz ehrlich. Wir würden hier festsitzen. Wie gemein ist das denn? Die ist so fies. So. Ich höre nur jemanden schnarchen und niemand weiß ja... Haben wir jetzt eigentlich eine Nazi-Uniform an oder nicht? So, das Rohr nehme ich zum Spazieren. Nicht zum Prügeln, nur zum Spazieren. Ich höre doch jemanden... Oh! Den hab ich gar nicht gesehen. Verdammten Köter. Naja, hat ja auch was Gutes. Kriegen wir ein bisschen Rüstung. Das brauchen wir tatsächlich nicht. Karneval. Trink. Brüder, ein Trink oder so? Ich weiß gar nicht. Komm, lass doch die Sorgen daheim. Ist das Lied oder ist das ein anderes? Beim Scheißen den Helm ausziehen. Auch okay. Bisschen Gold aus der Pissecke. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um, ob wir hier einen Hund finden oder ob wir hier vielleicht anderswo reinkommen. Aber ich glaube, wir müssen einfach vorne rein. Verboten. Hier kommen wir nicht rein. Gut, gehen wir vorne rein. Na dann. Meine Cousine hat eine Spelunke in Mesquite. Hab dort mein erstes Geld verdient. Alles für Candies ausgegeben. Verflucht süßes Zeug. Boah, Candies sind super. Oder Blockmalz. Blockmalz ist auch so lecker. Oh. Eine Schürze. Wir können ja heute vielleicht einen guten Wein servieren. Für die Alte. Oh, oben links sehe ich den Status. Dringend in das Gasthaus ein. Da kommen wir gar nicht erst durch. Da ist ein Hund. Ich glaube, die sind Kumpel. Ich glaube, die treiben es gerade. So entstehen kleine Nazis. Na gut, wir gehen mal nach oben. Ich glaube, einer wurde jetzt bewusstlos geschlagen. Vor
Vorsicht, vorsichtig, vorsichtig. Ein Zettel. Notiz von Offizier Albert. 17. März. Ich bin jetzt einen Monat hier. Allmählich bekomme ich Heimweh. Helga hängt mir im Genick, seit ich diesen verdammten Laderoboter geschrottet habe. Ich muss hier irgendwie beweisen, dass ich ein strahlendes Beispiel eines guten Soldaten bin. Aber wenn ich ehrlich bin, treibt mich diese Katakomben in den Wahnsinn. Ich habe neulich eine von Randolphs Notizen gelesen. Er schrieb etwas über unberechenbare alte Technologie und dass dort unten etwas Gefährliches auf uns warten könnte. Ich war mit Helga schon bei zu vielen Ausgrabungen wie dieser und weiß inzwischen, dass es zwischen Himmel und Erde eine Menge Dinge gibt, die nur darauf warten, hervorzukriechen und die Welt in Schutt und Asche zu legen. Also nehme ich ihn beim Wort und gehe mich heute im Gasthaus besaufen. Hey, Obacht! Oberstleutnant von Scharz ist hier! So spricht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Oh, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schreiner, Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? So, Captain Janeway, hier ist Ihr Wein. Mein lieber Ober, Sie wirken so angespannt. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Strasse. Setzen Sie sich. Wes? Warum? Ich bin nur ein Ober. Wie heißen Sie? Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ach so. Ja, so konnte ich allein sein. Toll. Und dann kam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Mhm. Schöne Geschichte. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Das mache ich gerne. Ist ja nicht vergiftet. Und? Lecker. Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Er ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ich bringe Ihnen einen neuen. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Süß. Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Entschuldigung. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil... Mein lieber, unfähiger Schreiner. Er kein Ober ist, sondern ein Spion. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz. Kommen, Frau Oberstleutnant von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Kommt etwas raus.
Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin, verstanden? Fassen Sie nichts an, hören Sie! Ich bin gleich da! Auf Wiedersehen. Erschießen Sie ihn. Was war das denn jetzt? Wieso bin ich denn... Hätte ich da irgendwas machen können? Hätte ich da irgendwas machen können? Hier ruft gerade jemand an und ich kann nicht auflegen. Verdammt. Jetzt habe ich es wenigstens lautlos hingekriegt. Okay, ich wollte gerade auflegen, es geht aber nicht. Entschuldigung, was hätte ich denn machen sollen gerade? Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz! Scheiße. Kommen, Frau Oberstleutnant von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Okay. Was ist los, Eberhard? Eine Option, ich habe ein Messer. Eberhard, unternehmen Sie nichts! Oha. Oh, erschießen Sie ihn! Au. Besser als der Tod. Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, in welche Stadt? Raus! Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt! Wir müssen zur Ausgrabungsstätte! Sie halten mich für tot. Vielleicht wäre ich's besser. Kapitel 6. Ruinen. Ah, verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Der unauffällige Kopfhörer. Kessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Offenbar nicht. Kehre zum Bootshaus zurück und lass gerne heiter werden. Helgas Tagebuch, 5. Eintrag, 12. Januar. Heute warten große Entdeckungen auf uns. Es ist wie früher, als Vater mich das erste Mal ins Nationalmuseum für Geschichte mitnahm. Damals sagte ich ihm, dass ich das Gefühl hätte, ich würde die Geschichte anfassen. Er antwortete mit einem Lächeln. Die Geheimnisse der Vergangenheit, sagte er, warten nur darauf, entdeckt zu werden. Eine unserer Ausgrabungsmannschaften ist im östlichen Teil der Ausgrabungsstätte auf ein großes Grab gestoßen. Es enthielt die sterblichen Überreste von mindestens 83 Menschen, Erwachsenen und Kinder. Es scheint, als hätte in der alten Kirchenruine, die von den Leuten hier Entweihte Kirche genannt wird, vor 1000 Jahren ein Massaker stattgefunden. Ja, so muss es gewesen sein. Alles, was wir bisher gefunden haben, deutet darauf hin. Meine Theorie wurde bestätigt. Wie ich zuvor vermutet hatte, erteilte König Otto persönlich den Befehl, die Kirche und das dazugehörige Dorf dem Erdboden gleichzumachen. Er entsandte einige seiner Ritter, die seinen Befehl in die Tat umsetzen sollten. Das erklärt auch, warum wir einige Artefakte gefunden haben, die König Ottos Rittern zuzuordnen sind. Außerdem hat Randolph es geschafft, den hiesigen Priester nach einigen guten Zureden davon zu überzeugen, uns einen Brief von König Otto zu geben, den er bei seinem Vorgänger zu Hause gefunden hat. Demselben Priester, der von einem meiner Patienten, Michael, umgebracht worden war. Der Brief ist in Althochdeutsch verfasst, die Übersetzung sollte allerdings schon bald abgeschlossen sein. Aber warum König Otto einen solchen Befehl geben sollte, bleibt mir ein Rätsel, das mir keine Ruhe lässt. Aber ich komme der Antwort immer näher. Ich muss nur noch etwas tiefer graben. Zusammen mit dem Brief wurde unter den Dielen in der Küche des besagten Patienten noch eine alte Karte gefunden, vermutlich von der unterirdischen Anlage, nach der wir suchen, die aus der Feder eines von König Ottos Gelehrten stammt. Auf der Karte stehen Befehle. Ich werde diese Worte lernen. Vielleicht sind sie ja von Nutzen, wenn wir gefunden haben, was immer dort unten auf uns wartet. Mann, was für ein langer Brief. Ich wollte doch weitermachen. Komm irgendwie so richtig dazu. Und offenbar hat es hier gerade ein Erdbeben gegeben. Das ist eine Statue. Und wir haben keine Waffen. Na. Notiz von Helga, 15. März. Wir sind so dicht dran. Ich schmecke schon das Blut im Mund. Welche Geheimnisse wohl in der Kammer auf mich warten? Es sind König Ottos Geheimnisse. Mein Vorfahre gibt die Fackel an mich weiter. Ein Teil von mir ist davon überzeugt, dass der König aus dem Jenseits zu mir spricht.
Das Flüstern in der Dunkelheit, das muss er sein. Notiz. Schreiner, dieser grauenvolle Witzfigur von einem Mann, kann jederzeit hier eintreffen. In seinem Brief schrieb er, dass Totenkopf angeordnet hätte, er solle mein Projekt beaufsichtigen. Das werden wir sehen. Ich sollte meinen Weinvorrat aufstocken, um das zu überstehen. Die kleine Saufschlampe, wie kommen wir denn... Warum? Ah,